vierte Duisburger Füchse Stadtfest hier. Krass, oder? Wenn ich hier so einmal hier auf die Bühne gucke, dann ist eigentlich fast die Reihenfolge egal. Und mit dem ersten Bürger der Stadt muss ich anfangen. Der macht nämlich gleich die offizielle Eröffnung. Herzlich willkommen, Oberbürgermeister Jeremy. Ich freue mich ganz besonders für die Veranstaltergemeinschaft hier, die das alles natürlich mit ermöglicht sind, zwei Herren zu nennen. Herzlich willkommen auf der Bühne vom frischen Kontor, Peter Joppa! Und eine lebende Legende hier in Duisburg. Wir kennen ihn nicht vom MSV, von den Füchsen, von vielen Veranstaltungen. Herzlich willkommen, Ralf Bappel! Und der Herr Schneidewind steht nicht ohne Grund bei uns aus dem Vorstand der Sparkasse Duisburg. Man sieht es ja an den großen Bannern. Es sind ja immer wieder dieselben Partner, die wir hier in Duisburg haben. Neben den großen, ich sage mal die Big Five, die wir nennen können in einem Atemzug. Ein Teil davon steht schon hier. Und der Herr Schneidewind ist so freundlich, uns bei der Eröffnung zu begrüßen. Wie heißt ihn? Herzlich willkommen, Herr Schneidewind vom Vorstand der Sparkasse Duisburg. Ein herzliches Dankeschön an die Königbrauerei. Jawohl, jetzt haben wir sie fast alle gefeiert. Und wenn wir natürlich hier über das Füchse Stadtfest sprechen, dann darf einer nicht fehlen. Das Maskottchen, das Aushängeschild der Füchse Duisburg. Herzlich willkommen, Manni! Das MSV trägt er auf der Brust. Wir alle freuen uns über den Aufstieg des MSV Duisburg. Herzlich willkommen, Markus Krebs! Und mittlerweile ein fester Bestandteil, wenn ich von den Big Five spreche, komplettiert durch die Mitsubishi-Gruppe, und zwar in diesem Fall hier das Aushängeschild aus Duisburg. Mitsubishi Brüggemann, ein herzliches Dankeschön hier. Mittlerweile auch ein Big Player und mit dabei, wenn es darum geht, Feste in Duisburg zu feiern. Das ist eine der großen Stärken in unserer Stadt, wenn es darauf ankommt, halten wir zusammen. Und da kann man viel drüber reden, aber hier sieht man, dass es genauso funktioniert. Wir haben alle an einem Strick gezogen. Und ich finde es einfach eine geile Veranstaltung, das Stadtfest bei so einem tollen Wetter zu eröffnen, großartig. Und ich kann mich hier nur anschließen. Danke an alle, die es möglich gemacht haben, hinter den Kulissen, die mithelfen, dass hier reibungslose Show-Acts stattfinden können. Danke daran, dass es reichlich Bier gibt, dass es reichlich Wein gibt oder auch alkoholfreie Getränke. Und vor allen Dingen auch danke an alle, die den Nebengrips auch Geld geben. Weil wir wissen alle, nur so ist es möglich. Danke an alle Sponsoren, angefangen von Herrn Pape. Bis hin zu den Big Five, mal erwähnt das. Dankeschön. Also, den Dank gehen wir gerne weiter, dann nehmen wir so auf. Wir machen einfach das, was die Duisburger und Duisburger gut finden. Doro ist im letzten Jahr gefeiert worden. Und ich glaube, wenn man die Chance hat, Doro zweimal zu sehen, muss man sie zweimal sehen. Bei Ray Wilson ist das genauso. Ich denke, der Erfolg in den letzten Jahren gibt allen Beteiligten recht. Und ich denke, das Programm in diesem Jahr ist ja nicht nur mit den internationalen Top-Acts besetzt. Es gibt ja auch viele Duisburger Bands zu sehen hier. Insbesondere am Sonntag gibt es eine breite Phalanx von jungen Bands, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte. Also ich denke, das Programm spricht für sich. Herr Schneidewind, Sie sind jetzt quasi als einer der Vertreter hier aus dem Top der Big Five hier oben mit auf der Bühne. Für die Sparkasse Duisburg war es gar keine großartige Frage und Überlegung, ob Sie mit dabei sind. Als Sie hörten, das Stadtfest findet wieder statt, haben Sie sofort gesagt, da sind wir dabei. Da gehören wir auch dazu, weil die Sparkasse Duisburg, wenn wir rausgucken, auch das S können wir sehen. Das gibt es seit 1844. Wir gehören einfach zu Duisburg und jede Veranstaltung würde gemeinsam etwas Schönes für unsere Stadt darstellen können. Das ist ein Auftrag für die Sparkasse, den wir sehr gerne war. Und wir können auch mal gleich den Oberbürgermeister beobachten und dann Fass anschlagen. Und wo kann man das schön machen, wenn man nicht in der ersten Reihe steht? Eine Frage an Ralf Pape. Wir haben eine wunderschöne auch Sonderaktion am Sonntag. Der Anlass ist eher ein sehr, sehr trauriger. Es geht um ein krebskrankes Kind. Das wird unterstützt und da schließt sich der Kreis hier zu unserem Markus Krebs und dem MSV Duisburg. Der Kollege Bajic als Abwehrspezialist, bekannt beim MSV, hat eine Initiative ins Leben gerufen. Und ihr habt nette Damen dafür gewinnen können. Es gibt ein Zumba-Battle am Sonntag. Was steckt dahinter? Ja, erstmal hallo an alle. Meine Freundin ist ja ein bisschen fitnessmäßig unterwegs. Hat ja schon hier auf dem Stadtfest ein bisschen zummermäßig was vorgetragen. Und ist auf die Idee gekommen, den Bajic bei der ganzen Aktion für Katharina zu unterstützen. Und wir sind dann gemeinsam mit Vitasport, die aber mit dem Sau unterwegs sind, mit der Frau von
Andreas, die Kernattacke, auf die Wege kommen, hier eine Zuma für Katharina-Geschichte zu machen. Und wie es im Moment aussieht, ist auch da der finanzielle Erfolg für die Familie, sieht nicht schlecht aus. Wir werden hier noch 3,5 Tage versuchen, noch zusätzliche Tickets zu verkaufen. Haben Unterstützung, relativ auch von außerhalb. Selbst Schalke 04 wird den Obolus entrichten. Und ja, freuen uns auf den Sonntag mit dem Battle dann auch zwischen EVD und MSV, wo dann jeweils 5-6 Spieler gegeneinander Zumba tanzen, Zumba-Wettbewerb machen. Und ich denke, das wird eine schöne Sache. Unsere offizielle Saisoneröffnung dann mit dem Spiel gegen die Krefeld Pinguine am 23. August, das ist ein Sonntag, der ist jetzt schon vorgemerkt. Herr Ostermann von der Königbrauerei, nimm mal das Mikrofon in die Hand. Waren Sie eigentlich beim letzten Mal dabei, Herr Ostermann, als der Oberbürgermeister den Hammer geschwungen hat und tatsächlich so kräftig aufgehauen hat, dass der Hammer quasi in zwei Teilen durch die Gegend geflogen? Waren Sie live dabei? Nein, ich war nicht live dabei, aber die Geschichte ist in der Brauerei extrem bekannt. Es ist quasi eine Legende. Und wir haben uns auch was einfallen lassen. Wir haben den Hammer jetzt verstärkt mit Adamantium oder sowas in der Richtung und hoffen, dass er jetzt halten will. Also viel Erfolg beim Zuschauen. Genügend Becher sind auch da, gerade hier die ersten Reihen, die in der Sonne stehen, kriegen schon mal gleich die ersten Becher. Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen gleich hier auch mit, dann die Bierchen zu verteilen. So soll es sein. In dem Fall, wir zählen an beim Oberbürgermeister von 10 runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1! Und damit ist es eröffnet, das 4. Duisburger Füchse-Stadtfest. Eine Frage noch an den Herrn Schneewind. Ich überfalle Sie jetzt damit. Ich weiß, dass Sie viele Verpflichtungen haben. Sie sind schon auf dem Sprung. Schaffen Sie es, an irgendeinem dieser Veranstaltungspunkte live dabei zu sein dieses Jahr? Ich bin dann am Samstag, aber am Sonntag bin ich im Urlaub. Am Sonntag geht es in Urlaub, Samstag, der große Schlagertag hier. Ich sage herzlichen Dank an den Herrn Schneewind. Und es ist sehr bezeichnend, dass die Männer, die auch teilweise hier wirklich mitfinanzieren, gar nicht mal unbedingt selber dabei sind, sondern das hier alles ermöglichen. Herzlichen Dank. Der König Brauerei, herzlichen Dank. Der Sparkasse Duisburg, herzlichen Dank. Mitsubishi Brüggemann und natürlich der Papengruppe und allen anderen Freunden und Gönnern, die uns hier unterstützt haben. Das Fest ist eröffnet. Lasst euch das Bierchen schmecken und ab geht die Musik aus der Dose.